Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Echo Generation. Und ja, in diesem Raumschiff konnten wir leider diesen neuen CPU, Quantum-CPU, nicht nutzen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man es vielleicht in den kaputten Raumschiff nutzen könnte. Das Ding, was im Kornfeld gelandet ist. Aber es ist auch nur eine Vermutung. Es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber das würde für mich Sinn ergeben, weil der ist ja abgestürzt und irgendwas funktioniert da nicht. Und dieses Krakenteil, was da noch ist, das läuft ja auch da irgendwie rum, ne? Deswegen, da laufen wir jetzt nochmal hin. Probier es mal aus. Und sonst müssen wir uns wieder durchtesten, ne? Einmal durchs Dorf gehen, gucken, ob da irgendwas Neues passiert ist. Ab und zu verändert sich ja die Umgebung auch. Hätte jetzt auch gedacht, dass der Tag irgendwann mal rum ist hier. Aber anscheinend nett. So. Oh, wir müssen ganz wichtig. Ich muss einmal hier das Viech da tauschen. Das ist zwar nett und süß, aber das andere habe ich ja hochgezüchtet. Und das hier leider nicht. Der letzte Kampf gegen dieses Alien-Monster war so ein bisschen schwächlich, weil ich halt meine Katze nicht dabei hatte. Warte mal, war das mein Alien, ne? Oder so? Ah, genau. Komm, wir gehen mal da hin. Eventuell geht das ja. Irgendwas da drin funktionierte ja nicht, das wissen wir noch. Und deswegen schauen wir mal noch. Aber in dem anderen Raumschiff können wir uns an dieses Radio nicht ranfahren, weil eine Radioaktivität da ist. Und da kann es natürlich auch sein, dass wir da irgendwas machen können. Okay, das ist jetzt irgendwie nichts. Okay, war hier nicht irgendwas, was wir noch machen können? Da. Da gibt es keine Energie. Ach so, okay, dann geht's doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den vielleicht hier reinsetzen kann. Kann man nicht, okay. Gut. Was machen wir jetzt mal, ey? Ich stehe echt ein bisschen auf dem Schlauch gerade. Na gut. Rennen wir mal ins Dorf rein, gucken, was wir da machen können. Vielleicht hat sich dort ja was verändert, man weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Hui! Dieser Clown, ist einfach noch da liegt, ne? Einfach der tote Clown. Hier ist ein Leichen. Ab ins Dorf. Warte mal, sollen wir hier noch kurz reingehen? Oder hier irgendwas machen noch? Hier ist auch nichts, ne? Nee. Na gut. Boom. In diesem Haus passiert eh nichts. Was sind die mir eigentlich? Den kann man gar nicht mehr reden. Macht keinen Stress mehr. Gibt sie mir jetzt mal wieder einen neuen Keks hier vielleicht? Nee. Gib ich auch mal. Gucken, was Mama sagt. Oh, zumindest ist sie wieder alleine. Okay. Die sagt nichts Neues. Also, sie ist alleine. Dieser Typ ist nicht mehr bei ihr. Links mal schlafen, um Energie zu tanken. Dieser FBI-Heini ist nicht mehr bei ihr. Haben wir neue Mails bekommen? Nein, wir haben auch die gleichen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir weiter ins Dorf. Also der Wagen von den außerirdischen Leuten ist auch weg. Hier ist auch keiner mehr. Da können wir nicht hin, das ist ja Richtung Dings. Komm hier rein. Gut, dann gehen wir mal hier oben. Gucken, ob da irgendwas ist. Jetzt stehen sie hier geparkt. Wir wollten da gerne rein. Das Spiel ist zu Ende, der Schansen. Ja, yeah, ist zu Ende. Und jetzt geben uns die CPU und wir lassen dich gehen. Was? Wo wissen wir davon? Okay, wir machen als erstes platt, ist die Frage. Hier vielleicht? Die machen wir erstmal K.O. Oh Mist! Das ist so blöde, ich dachte, der schießt schon früher. Hat er aber nicht. Warte mal. Okay, wir konnten nichts machen, weil wir aktualisiert waren. Ist dann wir erstmal. Oh.
Nein! Oh Mann, das ist so gemein, das ist so gemein. Die drei Leute ist auch echt hart. Geblockt, du blöder Arsch. Ah, shit. Die sind so schnell, die Tante. So schnell. Also, das ist schon schwer. Schwer, niemals. Also nicht so zweiter, da muss ich schon alle meine drei Leute haben. Oh, ist das zu spät. Okay, das haben wir noch nicht geschafft. Ja. Das ist wirklich zu hart. Okay, das ist auch nicht das Problem. Wir können direkt immer schlafen gehen hier. Das heißt, wir können das, das können wir ein bisschen beschleunigen alles. Alle guten Dinge sind zwei. Also gehen wir nochmal hin. Was haben wir jetzt alles dabei noch? So, wir müssen jetzt erstmal den Eier ausschalten. Gucken wir noch so. Das ist eine gute Idee. Ach man, so dumm. Wow, wow, wow. Jetzt ist es aber auch ein bisschen... schon meine Power stoppen, schützen, wie man es auch schon sagt. Kann das schon länger dauern, der Kampf.
greifen auch immer nur den an, ne? Ist ein bisschen doof. Die greifen bestimmt auch wieder an jetzt. Ja, okay. Das heißt, der muss gleich was essen. Gut, dann machen wir es anders dann. Heilst du erstmal den? Und du kriegst das zu futtern jetzt. Okay. Es ist leichter, wenn die eine weg oder eine weg ist auf jeden Fall. Weil ich glaube, dann haben wir ein bisschen mehr Oberhand. Richtiger Block. Okay. Jetzt machen wir den großen Schwanden da weg. So. Und jetzt ist sie dran. Sie hat 200 noch, aber wenn wir es so machen, wie wir es jetzt vorhaben, dann müsste es so nach und nach müssen wir es wegkriegen. Ich triff zwar immer jemanden, aber wir können ja immer relativ gut heilen. Sehr gut. Ein etwas langweiliger Kampf, aber Hauptsache wir gewinnen. Das zieht sich, ne? Aha. Oh, jetzt rechnen sie gar nicht mehr mit. Wenn wir gut blocken, dann ist es eigentlich ganz okay, ne? Blockt ganz gut. Also Leute, macht es so wie ich, dann klappt es. Geblockt. Ich hab sein Leben verloren, ne? Das Baby im Hintergrund ist immer noch am Spielen, seht ihr das? So witzig. Das machen wir sie alle. Das ist eine kleine Lilly. Bam. Das gibt auf jeden Fall ordentlich Erfahrungspunkte, oder? Ah, okay, 200 mal. Okay, sind alle platt. Gehen wir mal gucken, was der Vater sagt hier. Er kann vielleicht die CPU gebrauchen, pass mal auf. Danke für deine Hilfe. Jetzt ist alles endlich fertig. Können wir es jetzt benutzen? Noch nicht. Es fehlt doch etwas, was da reingebaut werden muss. Das kann ich selber hören. Was ist es? Ich brauche ein Quantum-Level-CPU. Und ein paar Koordinaten für das Portal. Okay, warte mal. Packen wir den da rein. Wo hast du das gefunden? Ah, wir haben es irgendwo her. Fantastisch. Es gibt was, was denn? Ich brauche immer noch Koordinaten für das Portal. Okay, die müssen wir finden, die Koordinaten. Das ist die Frage, wo wir die finden.
Die liegen hier echt platt rum, ne? Okay. Gut, die Koordinaten könnten ja eigentlich nur... Wo könnten die denn sein? Wir gehen einmal kurz schlafen nochmal, weil der Kampf hat uns schon ein bisschen geschlaucht. So. Einmal schlafen. Dann lass uns mal gucken, wo wir hin können. Was haben wir jetzt eigentlich hier drin? Was ist das denn hier? Gumballs, sought to be banned for instance. Ach, warte mal. Wir müssen nochmal zum UFO. Wir müssen nochmal zum UFO. Warte mal. Ja, gib mir einen. Danke. So, und dann gehen wir nochmal. Ich kaufe mal kurz den ganzen Kram, den die hier haben, drin auch nochmal. Dann haben wir so ein bisschen was von unterwegs nochmal. Müssen wir nicht immer aufpassen, dass wir nicht gar nichts haben. Schauen wir mal. Kaufe ich auch. Alles gekauft und raus hier. Wir müssen noch mal zum Raumschiff. Denn ich glaube... Ups, ich komme gleich hier jetzt. Wir können, glaube ich, mit diesen... Wo waren die jetzt? Da, diese Dinger. Die sind ja gegen Radioaktivität und Schlagwaffe, würde ich gerade sagen, hier resistent. Das heißt, wir könnten ja im Raumschiff das nutzen. Für unsere Zwecke. Wenn mich alles täuscht. Weil wir können dieses eine ja gar nicht rein, aber diesem radioaktiven, antiradioaktiven Kaugummi können wir es, glaube ich, schon. Wir versuchen es mal. Gehen wir jetzt mal Raumschiff hin. Kann sich nur um Jahre handeln, bis wir da sind. Also nicht in diesem Raumschiff, sondern in dem Highland-Raumschiff sozusagen. Ne? Genau. Was man schon alles erlebt hat hier, wenn man so durchläuft, ist eigentlich auch schon krass. Also wirklich viel erlebt, ne? Das sagt man ja nicht nur so, sondern wirklich. Okay. Da steht immer der Geisterritter, der meint, er hat den besiegt. Den Vendageddon, den wir besiegt haben. Naja. Wir wissen es für uns. Und die Zuschauer auch. Soll er sich mit Ruhm bekleckern. So. Also wenn mich nicht alles täuscht, jetzt wartet mal ab, pass mal auf. Wir rennen mal kurz hier rein. Und wir können doch hier nicht rein. Da, wegen Radioaktivität, ne? Aber wenn wir jetzt so machen, kann man das essen vielleicht. Dann können wir da rein, okay, guck mal. Oh, hier, Hallöchen, schöne Dame. Hey, ich kenne dich. So, du hast es also geschafft, ein Ticket nach allen Sachen zu finden. Kenne ich dich? Sorry, ich dachte, ich muss an jemand anders denken. Aber willkommen in die VIP-Lounge. Da ist noch ein Erdling von dir hier. Was? Gut, jetzt sind wir drin. Schauen wir doch mal, wie es beim nächsten Mal hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.